Heute herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Wir haben es gestern schon angekündigt. Heute geht es um die NATO. Es geht um den Krieg. Es wird provoziert, wie es selten zuvor war. Wir haben gestern das Video über die Rohstoffe gedreht und heute eben perfekt dazu die Geopolitik. Das unbedingt eben beides anschauen, damit ihr wirklich versteht, um was es hier geht. Hannes, du hast heute super viele spannende Nachrichten zur NATO mitgebracht. Und wir alle kennen natürlich die NATO. Wir wissen, dass derzeit im Osten es zu, sag jetzt mal, ja, Spannungen gekommen ist. Aber du hast heute dich sehr gut vorbereitet, um unseren Zuschauern sehr viel Wert mitzuliefern, was eigentlich wirklich passiert, dass die NATO überhaupt ist, etc. etc. Ich gebe das Wort direkt zu dir, Hannes. Um was geht es heute genau, was die NATO anbelangt? Es geht einfach um ein großes, ganzes Bild, das man irgendwo haben sollte. Und man sollte sich in vielen Themen, die derzeit die Welt beschäftigen, nicht immer auf einzelne Argumentationspunkte einlassen, sich davon ablenken lassen, sondern das gesamte große Bild etwas versuchen zu verstehen. Und dann wird auch am Ende des Tages einiges klar werden. Das werden wir in diesem Video versuchen, ein bisschen auf den Grund zu gehen. Momentan ist es so, diejenigen, die am lautesten nach Krieg trommeln, am lautesten nach Krieg schreien, allen voran NATO-Chef Stoltenberg oder die Klitschkos in der Ukraine, sind sicherlich nicht diejenigen, die dann am Ende des Tages an der Front verheizt werden. Wie es in allen Kriegen der Welt schon war, sind es dann meistens die Bevölkerung, die das Ganze ausbauen muss. Sind es die Menschen, die arbeitenden Menschen, die das Ganze dann auch am Ende des Tages ausbauen müssen und nicht die Schreibtischhelden, die starke Linien und Härte oder mehr Härte fordern, sieht es, die das Ganze dann erdulden müssen, sondern eben die normalen Menschen. Und die meisten Schreibtischhelden sind dann schon schockiert und beleidigt, wenn sie den falschen Stuhl angeboten bekommen. Und dann sieht man, dass sie sich lieber beschäftigt mit transgender-konformen Soldaten als mit den großen Krisen dieser Welt. Und da frage ich mich dann schon, Benjamin, wo geht die Reise hin? Wenn man sich jetzt aber anschaut, diese NATO, dieses transatlantische Bündnis, will ich fast schon sagen, dann ist eine Sache schon sehr auffällig. Die letzten Jahrzehnte wurden von Seiten der USA immer mehr Verträge mit der Welt aufgekündigt. Das ist dann unabhängig davon, welcher Präsident an der Macht war. Es hat sich bei allen Präsidenten darum gezogen. Es war einfach so immer, dass wenn es von Vorteil für diese Transatlantiker irgendwo war, dann sind die Verträge eingehalten worden. Wenn nicht, dann eben wurden sie gelöst. Und da muss man jetzt eines klar sagen, ohne jetzt auch eine Seite irgendwo beziehen zu wollen, dass natürlich auch in den Medien mit zweierlei Maß gemessen wird. Beispielsweise das personifizierte Böse sitzt im Moment dann in Weißrussland mit Lukaschenko. Und wenn man dann aber, wie ich derzeit in den USA, mit sehr vielen weißrussischen Menschen auch Kontakt hat und sich unterhält, bekommt man dann ganz ein anderes Bild gegeben von Weißrussland. Nicht unbedingt, dass ich jetzt Lukaschenko einen guten Menschen bezeichnen würde. Ich glaube, in der Politik ist es sehr, sehr schwierig, dort ein Gut und Böse irgendwo so leicht auszumachen. Aber es ist doch ein sehr einseitiges Bild, das uns in den Medien gegeben wird und was dann mir von anderen Menschen auf der anderen Seite widergespiegelt wird. Und wenn man ein Faktum heranzieht, dann ist es, dass die Ukraine ein wunderbares Land an und für sich ist und dass die Ukraine derzeit zermahlen wird zwischen den eigenen korrupten Familien, eigenen skrupellosen und korrupten Familien und noch dazu noch natürlich das Spannungsfeld zwischen der USA und Russland. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, wie die ganze Krise so kommen hat können, dann muss man eines schon verstehen, dass natürlich die NATO jahrzehntelang immer weiter ihre Grenzen Richtung Osten und ihre Waffen Richtung Osten verlegt hat. Und Russland, ein schwaches Russland, hat das mehr oder weniger immer akzeptieren müssen. Ein schwaches Russland hat das mehr oder weniger auch wenig Möglichkeiten gehabt, als er auch auf die Verträge, die eben gemacht worden sind und dann vorzugsweise immer aufgekündigt wurden, mehr oder weniger zu vertrauen. Und jetzt erleben wir einfach die Kehrtwende des Ganzen. Jetzt erleben wir einfach die Kehrtwende, dass Russland irgendwo mit dem Rücken zur Wand steht und nicht unbedingt aus einer großen Stärke heraus nun sagt, hier ist die Grenze, das sind meine Bedingungen und hier ist Schluss, sondern irgendwo aus der Notwendigkeit heraus, da es keine andere Möglichkeit mehr hat, um einen souveränen Staat und eine Eigenständigkeit irgendwo auch zu gewährleisten. Spannend würde ich eines zu bedenken geben, und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen nicht vergessen. Und zwar, momentan ist der heißeste politische und militärische Konfliktherd der Erde die Ukraine. In der Ukraine spitzt sich momentan alles zu und alle Augen von der ganzen Welt, von den großen Weltmächten sind in der Ukraine. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass die ganze Familie Biden in der Ukraine stark ihre Finger im Spiel hat. Wirtschaftlicher Natur natürlich, alles korrekt, alles in Ordnung, aber nichtsdestotrotz ist es für mich schon auffallend, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, ob an den Hand der beiden Geschichten was dran ist oder nicht, aber einfach der Faktor, der heißeste Krisenherd der Erde
dort hatte die Präsidentenfamilie der USA ihre Finger kräftig mit ins Spiel. Und das irgendwo wird an und für sich relativ wenig debattiert in meinen Augen. Und zugleich muss man auch sagen, dass das eigentlich schon in der internationalen Beobachtung doch ein bisschen Platz finden müsste. Andererseits sehen wir auch natürlich, dass eine Sache klar passiert ist, und zwar als da bin ich jetzt genau hin, was ich sage. Und als Clinton vor 27 Jahren, und ich sage es nochmal, betone das ganz, ganz klar, als Clinton, US-Präsident Clinton vor 27 Jahren die EU-Osterweiterung beschlossen hat, hat er natürlich vor allem wirtschaftliche Aspekte im Augenmerk gehabt. Und was wirtschaftlich vielleicht auch Sinn gemacht hat und Sinn macht, ist geopolitisch vielleicht einer, würde ich geopolitisch rechnen. Man muss sagen, die EU-Osterweiterung hat natürlich phasenweise stattgefunden. Immer weiter hat man eben diese Grenzen Richtung Russland-Grenze ausgedehnt. Irgendwann ist natürlich jetzt Russland einfach an dem Punkt, wo ich sagen muss, wenn ich als souveräner Staat irgendwo noch bestehen bleiben will, muss ich Stopp sagen. Und dieser Katalog, dieser Forderungskatalog, der von Russland jetzt da mehr oder weniger in die Welt hinausgeschickt wurde, gegen alle Gepflogenheiten öffentlich, nicht auf diplomatischen Wege, sondern öffentlich, glaube ich, zeigt auch ganz, ganz klar, dass man nicht mehr zu Verhandlungen bereit ist. Ich glaube, Russland wird nicht einlenken und nicht einen Schritt zurücknehmen und einen faulen oder einen fairen Kompromiss machen, sondern Russland will einen Konsens, das ganz klar besagt, wo seine Souveränität beginnt und endet. Und ich glaube einfach, hier wird man sich von Seiten der NATO sehr, sehr schwer tun, hier wird man sich von Seiten der USA sehr, sehr schwer tun, hier einen vernünftigen Weg zu finden. Und deswegen, glaube ich, ist eine aktuelle Kriegsgefahr in diesem Bereich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr hoch, höher denn je. Und es braucht natürlich auch, und das wissen wir auch aus den Zyklen heraus, immer mit diesen großen Umbrüchen kommt es natürlich auch zu einer Neuordnung auf der Welt, zu einer politischen, zu einer militärischen Neuordnung auf der Welt. Und natürlich wird diese jetzt irgendwo herbei gezwungen werden, um das Ganze stattzufinden. Wir können hoffen, dass es in Form eines Kalten Kriegs, in Form eines Säbelrasselns, in Form einer wirtschaftlichen Bekriegung stattfinden wird und nicht in Form eines klassischen Hot Wars. Aber wie gesagt, die Risiken sind derzeit sehr, sehr hoch, vor allem, wenn man die Dekadenz und die Selbstgefälligkeit auch dieser NATO und dieser USA irgendwo noch nach wie vor sieht. Spannend natürlich eines, Benjamin, wiederum ist Europa das Battlefield, ist Europa das Schlachtfeld. Und man muss ganz klar sagen, man hat hier vielleicht ein bisschen auch zu wenig aus der Geschichte gelernt, man hat wieder zu wenig aus der Geschichte irgendwo auch mitgenommen und zu sehr wieder in alte Verhaltensmuster drinnen. Eine Sache, die die wenigsten Menschen beobachten oder die wenigsten Menschen irgendwo am Schirm haben, Benjamin, ist für mich die Türkei. Und die Türkei kann hierbei eine Schlüsselrolle aber im ganzen Konflikt spielen. Noch ist die Türkei klarer NATO-Partner, ist die USA als Türkei klarer NATO-Unterstützer. Aber ich glaube, das kann sich sehr schnell in einem Hot War dann ändern. In einem aktuellen Konflikt zwischen Russland und den USA, zwischen Russland und der NATO, kann dann die Karten sehr, sehr schnell sehr neu gemischt werden. Und dann wäre es spannend, wie sich hier die Machtverhältnisse dann aufteilen. Wie gesagt, Russland weiß mittlerweile, China hinter sich, im Rücken mehr oder weniger zu haben, nicht mehr nur im eigenen Rücken zu sitzen als Last, sondern vor allem jetzt auch als militärische Unterstützung. Und das natürlich gibt Russland auch einen neuen Hoffnungsschimmer am Horizont der weltpolitischen Elite. Wahnsinn, Hannes. Ganz toller Einblick hier über die NATO und über die aktuellen Geschehnisse, die natürlich auf dem eurasischen Kontinent stattfinden. Und dieser eurasische Kontinent, da sind eben diese Rohstoffe, da ist das meiste zu holen. Da schielt natürlich eben Amerika drauf, da schielen aber natürlich auch die Russen und die Chinesen drauf, besonders die Chinesen, weil deren Wirtschaftswachstum als Netto-Rekordimporteur der Rohstoffe, die müssen einfach schauen, dass sie hier nicht alles an Amerikaner abgeben. Also die Spannung bleiben riesengroß und die Ukraine, der Prellbock in der Mitte drin. Da müssen wir uns auf ganz viel noch einstellen, Hannes. Und leider Gottes, du weißt es, wenn Großmächte aufeinandertreffen, wenn es wirklich um die Weltmacht geht und wir werden zu diesem Spot in den nächsten Monaten bis Jahren kommen. Ja, das wird keine 10 Jahre mehr dauern, aber es kann sich definitiv innerhalb dieser Dekade, ist höchstwahrscheinlich, also dass es passiert, zu massiven Verwerfungen kommen. Und natürlich liegen da Riesenchancen in dem ganzen drin. Ja, und das muss man sagen. Die Chancen sind enorm, weil, wir haben es gestern schon im Rohstoffvideo gesagt, wenn die NATO oder beziehungsweise der Krieg ausbricht oder Großmächte gegeneinander kämpfen, dann ist das für die Weltwirtschaft eine Katastrophe, aber für die Rohstoffe und die Geldentwertung umso besser. Und da kann man super davon profitieren, wie das Ganze funktioniert. Lernt ihr hier im Life-Changer-Seminar bei uns bei Invest in Best noch die Aktion Prepare for 22, Vorbereitung für 2022 plus die Jahresmitgliedschaft kostenlos dazu, wo eben dieses Life-Changer-Seminar auch dabei ist, wo wir genau auf diese geopolitischen, finanzpolitischen Zyklen, Themen, Rohstoffe genau eingehen, Hannes.
Ganz richtig, Benjamin. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, würde ich das Video von gestern unbedingt anschauen, dass man mit Sammeln, das von Marktzeitigen, diesen politischen Ausblick mit Sammeln irgendwie verbinden kann. Dann, glaube ich, bekommt man auch ein größeres Bild von dem Ganzen, was da nächstes Jahr, dieses Jahr 2022 auf uns zukommt. Und ich glaube, 2022 wird im Zeichen dieser Krise stehen, wird im Zeichen dieser militärischen Neuordnung der Welt irgendwo auch stehen. Und alles andere, was uns drumherum verkauft wird, glaube ich, wird Teil einer Propaganda, Teil natürlich einer Informationskriegs irgendwo sein. Man sollte aber immer darauf bedacht sein. Es gibt in der Politik weder gut noch böse. Die Wahrheit liegt irgendwo da mittendrin. Wenn man versucht, es eine Seite zu beziehen, dann hat einfach jemand eine bessere Propaganda gefahren. Das ist ganz, ganz klar. Den Guten in der Politik zu finden, glaube ich, Benjamin, ist sehr, sehr schwierig. Bis ein Ding der Möglichkeit. Und deswegen der Gute an und für sich bist du selbst, wenn du deiner Schöpferkraft mehr oder weniger Ausdruck verleihst. Also versuch möglichst viel Informationen einzuholen und dann dich bestmöglich darauf zu positionieren. Und ich glaube, damit können wir irgendwo am meisten Positiven im Außen gestalten. Wie gesagt, 2022 wird spannend. 2022 wird militärisch und kriegerisch, glaube ich, ein sehr heißes Jahr. Da steht viel vor uns. Spannend wird der 10. Jänner, wenn sich Biden und Putin erneut treffen, um darüber zu sprechen, wie es weitergeht. Dann wird man schon die ersten Anzeichen sehen, wie der Jänner wohl enden wird. Absolut super spannende Zeit liegt vor uns. Seid mit dabei. Wir machen immer Updates zu Rohstoffen, Geopolitik, Mindset, alles drum und dran. Also wirklich, wir lassen uns richtig krachen. Jeden Tag ein Video. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder morgen zum nächsten Video. Gibt es wieder ein cooles Marktupdate. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Hannes, danke dir für die tollen Informationen. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Video. Und vergesst natürlich nicht, dass dieses Jahr die Generationenzyklen, die wir gerade sehen, nicht schlafen werden. Nutzen wir deshalb jetzt gemeinsam die Chancen daraus. Schönen Abend und dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.